Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Tomb Raider. Ja, wir waren ja in der letzten Folge, haben wir ja hier an dem Lagerfeuer quasi angehalten. Und jetzt schauen wir doch mal, was wir hier so haben. Wir haben ja hier noch den Geocache, eine Reliquie, da noch ein Geocache. Was fehlt uns noch? Sonnenkiller 5 Stück. Was das zu bedeuten hat, keine Ahnung. Müssen wir herausfinden. Und von daher gucken wir jetzt mal. Kann natürlich auch sein, dass das wieder hier so was wie eine... Hier vorne, ne? Was ist das denn? Alles klar. Wunderbar. Einmal geguckt und schon gesehen. Von daher werden wir... Das sind so Totems, okay. Müssen wir natürlich unsere Äuglein richtig aufmachen. Aber mal gucken, ob wir alle 5 Totems hier auch finden werden. Ja, natürlich jetzt genau gucken, ne? Groß ist die Zone nicht und von daher könnte es sein, dass wir tatsächlich alle bekommen. Aber wir wollen es nicht heraufbeschwören. Alles Mögliche kann noch passieren, ne? Alles klar. So, dann war das da oben. Wir haben ja hier die Türen alles aufgemacht, ne? Dieses eine Rätsel, da haben wir ja ewig für gebraucht, um das zu lösen. Hm? Was soll denn das sein? Unter uns? Also ich sehe erstmal nichts blinken. Gehen wir nochmal höher. Ist was? Was ist denn das? Achso, das ist, das können wir mit einem Feuerpfeil runterholen. Aber wo soll denn da eine Reliquie sein oder ein Geocache? Guck noch mal, was das genau ist. Eine Reliquie und... Geocache, beides eigentlich gleichzeitig. Also auf jeden Fall unter uns, ne? Okay. Wilde Geschichte. Soll irgendwas sein? Ich sehe da mal gar nichts. Hm. Aber hier sehe ich was. Das zweite Totem. Ja, hier sind wir ja so ein bisschen durchgelaufen wie die Verrückten. Ne? Wir schauen aber jetzt nochmal. Hm. Das ist ja echt seltsam. Wir gucken jetzt mal, ob wir den Geocache hier finden. Und eine Reliquie, ein Geocache. Die liegen beieinander. Ich weiß nicht, wo das genau sein soll. Hier ging es ja ab wie Schmitz Katze hier, ne? Da gab es ja Gegner, Ballereien, alles mögliche. Wir gucken hier trotzdem nochmal sicherheitshalber in jede Ecke. Hm, okay. Und das jetzt irgendwie wegsprengen oder was? Funktioniert schon mal nicht, aber vielleicht kommen wir ja hier rüber gekrabbelt.
Okay. Der ist safe. Nichtsdestotrotz geben mir diese beiden hier ein Rätsel auf vom Allerfeinsten. Das ist aber gar nicht hier, ne, wo ich jetzt bin. Kann ja auch nicht. Hä, was war das eben für eine Markierung vorhin? Da. Jetzt zeigt das mir wieder da an. Nee, Freunde. Wenn ich mir jetzt das mal genau auf der Mappe angucke, dann muss das ja hier irgendwo sein, ne? Da ist was. Aber wie kommen wir da rein? Vielleicht... Ah, alles klar. Da oben kommt man reingehüpft. Von da, alles klar. Die wollen mich doch verarschen hier. Das gibt's ja wohl nicht. War das von dieser Tür? Ja, genau. Einmal rüberspringen, ne? Ups. Ah, Lara. So. Sprung. Und dann hier rübergeklettert. Aber hier ist ja trotzdem nichts, ne? Wir sind genau auf dem Punkt. Geocatch. Ja, wollt's mich verarschen oder was? Aber die Reliquie fehlt ja immer noch. Die soll hier sein? Wie kommen wir hier überhaupt aus dieser Misere raus? Das ist die nächste Frage. Okay. So wie wir reingekommen sind. Trotzdem fehlen uns ja auch noch... da vorne ist eins. Kann man das von hier aus bekämpfen? Mal gucken. Eine Leiche hier vorbei. Kommt man da überhaupt in diese Zone, in diesen Bereich rein? Doch eben. Da ist er doch. Wie geht nochmal Schulterwechsel? Ran, ne? Ihr wollt mich doch verarschen. Wie kommt man in den Bereich da hinten hin? Da war auf jeden Fall ein Totem. Was ist das denn für eine Konsole? Ich sehe aber auch keine Möglichkeit, da links reinzugehen, oder täusche ich mich da? Also die Bergbasis, die gibt mir mehr Rätsel auf als alles andere. So eine kleine Zone und so viel Ärger. Das ist ja nicht richtig, was er mir anzeigt. Das stimmt ja mal gar nicht. Entweder nur dieser Zwischenebene, ne? Die ja auch nicht richtig ist.
F zum Aufnehmen, aber das ist ja nur Munition. Also ich kann hier beim besten Willen nichts erkennen. Okay, wir haben ja da oben haben wir eine Kletterwand, aber war ich da nicht schon im ersten Durchgang? Na klar, da bin ich doch da hochgeklettert, ne? Das haben wir doch alles auch schon erledigt gehabt. Gucken, ob da jetzt noch ein Totem ist, hängt. Aber kann ich auch keins erkennen. Mal hier in die Ecke gucken. Hier ist er. Hier haben wir es geplündert. Da kommen wir ja auch nicht. Aber da ist ein Totem, ne? Das können wir zerstören. Kommen wir hier durch? Das ist schon seltsam hoch 10. Genau, hier oben waren wir ja drin. Da war es auf jeden Fall nicht. Das wäre hier diese Lücke, aber da sehe ich nichts. Hier kommen wir auch nicht weiter. Jetzt nochmal, aber wenn es jetzt einfach nicht weitergeht, dann ziehen wir einfach weiter vom Lagerfeuer. Ne? Da müssen wir ja sowieso zurück. Hier kommen wir nicht weiter. Ist alles eingestürzt. Zwei Totems fehlen uns noch, ne? Wir hatten doch mal, ich muss noch mal gucken in den Tastaturbelegungen. Schulterwechsel, ne? Das hatte ich doch irgendein Schulterwechsel. Ach, Multiplayer, also kriechen. C wäre Schulterwechsel. Da müssen wir mal gucken, ob ich vielleicht mit einem Schulterwechsel komme. Noch nie benutzt, ne? Da hängt eins. Komme ich gar nicht hin. Da gucke ich auch gerade hin. Kommt man hier noch irgendwie anders oben hin? Das ist ja merkwürdig. Das Fiese ist, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Wir gehen mal hier durch. Gehört das noch zur Zone? Anscheinend, ja. Okay. Angezeigt wird das sogar hier, ne? Wir laufen ja einmal rum. Vielleicht sind wir auf der richtigen Spur. Vielleicht hängt hier auch noch irgendein Totem. Aktuell sehe ich nichts. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal noch Bergungsgut. Ah, das da oben können wir wegsprengen.
Aua! Und fast dir selber in die Luft gesprengt, ne? Und hier haben wir was. Alter Schwede, ist das versteckt. Noch ein Helm der Zhou-Dynastie. Die umfangreichen Verzierungen deuten auf die kaiserliche Familie hin. Eine Reliquie, ein Helm gefunden. Wunderbar. Jetzt guck ich mal. Aber trotzdem haben wir ja nicht diesen einen Sonnenkiller, ne? Da konnten wir trotzdem nicht gegen anschießen. Schon merkwürdig. Ne, da geht's ja nur nach oben, ne? I don't know. Von daher werden wir erstmal, also wir haben auf jeden Fall, bis auf diese beiden Sonnenrelikte haben wir jetzt alles. Und von daher können wir jetzt auch... Hier ist auch nichts, ne? Ja. Zum Lagerfeuer. Und dann weiter zur nächsten Zone. Da ist noch eins. Na toll, dann fehlt uns echt nur noch das eine, was wir gesehen haben, aber was wir nicht zerstören können. Kann ich nochmal versuchen... Da auch nicht durchschießen, ne? Oder müssen wir hier noch irgendwas aktivieren? Probier es nochmal von der einen Seite. Ah! Habt ihr es gesehen? Ich hab's jetzt gesehen. Können wir da durchballern? Oder Moment mal. Sag bloß, man muss aus dem einen Raum da drüber durchschießen. Das wär's ja. Auf jeden Fall konnte man das durch die eine Lücke sehen. Tatsächlich, alter Schwede. Nicht aufgeben, ne? Wer sucht, der findet. Und wir haben das Ding auf 100% gemeistert. Alter Schwede, das war ja mal ein Ding. Okay, von daher können wir die Schnellreise betätigen. Und den vorletzten Punkt anlaufen. Und zwar die heilige Halle, heiliger Bimbam. Sehr cool, Schrein der Zuflucht. Und wir schauen auch nochmal. Wir haben hier 88% gemeistert. Uns fehlt noch eine Reliquie, die wir nicht gefunden haben, weil sie direkt vor unseren Augen war. Lol. Eine Satsuma Porzellanvase. Wahrscheinlich frühe Edo-Periode. Und die sieht auch wunderschön aus. Können wir mal reingucken. Drunter. Auch die haben wir. Und von daher, das war mal eine leichte Mission. Und jetzt gucken wir nochmal, was das letzte Ding ist. Und dann sollte es das gewesen sein. Ne? Das Einzige, was uns noch fehlt, sind diese Pilze und die Totems in dem Wald. Aber ansonsten, was so Reliquien und so weiter anbelangt, haben wir alles gefunden.
Genau, hier fehlen uns noch Geisterjägerinnen im Küstenwald. Genau, das meinte ich ja. Und hier oben ist eigentlich nur noch ein Zwischenlager. Ein Zwischenlager. Aber es müsste dasselbe Gebiet sein. Genau, da haben wir doch alles. Wir zoomen nochmal raus. Also hier haben wir 100%. In der haben wir 100%. Da haben wir 100%. Hier haben wir 100%. Da haben wir 100%. 100%. Bergdorf fehlt uns ein Eierwilderer. Ne? Also da müssen wir nochmal ein Ei finden. Aber das ist eine riesige Zone. Hier haben wir 100%. Da haben wir 100%. Hier fehlen uns halt noch drei Talismane oder hier so solche Dinger, die halt von den Bäumen runterhängen, ne? Hier haben wir 100%. Da haben wir nur 52% Bunker an der Klippe. Okay, da müssen wir nochmal hin. Im Bergwald fehlen uns halt die Rotkäppchen. Und geothermale Kavernen haben wir auch soweit. Ja, ansonsten haben wir alle Reliquien gefunden. Und hier fehlen uns noch tatsächlich zwei Geocaches und eine Schatzkarte und vorherige Bewohner. Das werden wir noch angehen, aber da gibt es auch keinen. Hier gibt es kein Zelt, ne? Wie kommt man denn da hin? Bunker an der Klippe. Müssten wir wahrscheinlich von der Zone dann aus kommen, ne? Vom Strand? Oder vom Bergwald war es nicht, ne? Barackenstadt? Interessant. Wir werden das herausfinden. Aber nicht mehr in dieser Folge. Let's play Tomb Raider.